Was geht ab? Ich bin Sesso. Wir sind hier bei der dritten Challenge unseres Red Bull Sound Clash Bootcamps. Nachdem wir die letzten beiden Challenges absolute Action hatten und die Künstler bewiesen haben, dass sie Nerven aus Stahl besitzen, sind wir heute hoch hinausgegangen, um deren Performance-Künste zu testen. Heute machen wir das Ganze mit Batmans Jay und Kool Savas. Und bevor ich einfriere, lasst uns runtergehen und die beiden abholen. Ja. Und so weiter, ne? Schon alles gut, komm, ja. Alles gut. Ja, du, mein Großer. Heute müsst ihr euch natürlich auch wieder konzentrieren, nach den letzten beiden Challenges, die sehr, sehr actionreich gewesen sind. Wird's immer noch actionreich, aber wir haben hier einen kleinen Fokus auf den musikalischen Aspekt. Mhm. Denn, wie ihr wisst, beim Red Bull Sound Clash müssen wir in jeder Lebenslage optimal performen. Hörst du? Und dafür hat dein Coach hier sich ein bisschen was überlegt. Ich sag mal so, wir begegnen heute unseren innersten Ängsten, ne? Den tiefsten Ängsten in uns drinnen. Hast du eigentlich Höhenangst oder was? Unnormal, bei mir wirklich 20 von 10 Höhenangst mit Zittern, mit Panik, mit alles. Super Sache, weil wir sind ja hier schon auf 2,5 oder sowas. Da hoch geht's nochmal auf 3000 Meter. Sicher ein Ernst, oder? Und ja, Leute, ich würde gar nicht mehr lange quatschen. Lasst uns einfach hochfahren, die Gondel, ein bisschen die Aussicht genießen, wenn wir oben sind, Attacke machen. Das machen. Let's go. Willkommen, Senorita. Das ist nicht euer Ernst. Und? Ich werde kein Gesicht vor Kamera verlieren, aber warum das ist der Horror nicht? Gerade. Du musst auch ab und zu runtergucken gleich. Und 9 von 10 kommen immer oben an von den Gondeln. Also es ist völlig in Ordnung. Willst du sagen, das ist einer deiner Main-Ängste wirklich? Ja, das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Ach, und ich bin Quatsch, 19. Hör auf, Alter. Doch. Oh. Willst du mir erzählen, du bist weniger aufgeregt, wenn du vor 8000... Weniger. Nur wegen der Höhe? Das ist so ein Final Destination-Moment, ne? Mach's noch schlimmer. Ja, man muss es so statistisch sehen. Man muss sich fragen, wie oft passiert wirklich was in so einer Situation. Und irgendwie versuchen, das ist schwer, ich weiß. Du bist ein Baba-Coach, muss ich sagen, echt. Bruder, was soll ich denn sagen? Das Ding ist, er tut nur so, er kackt sich gerade übermäßig ein. Nein, Mann, wenn du das jetzt hier gut überlebst, dann weißt du, beim Soundclash ist es dann nur noch Kindergarten. Scheiße und so. John, was ist denn los? Was fühlst du jetzt gerade? Nichts Gutes. Ihr tut so, als wäre das einfach. Ich habe mir gedacht, wir müssen uns unseren tiefsten Ängsten stellen. Beziehungsweise Jordan, sie hat mir erzählt, dass sie Höhenangst hat und auch ein bisschen Platzangst. Und ich dachte, wir kombinieren das, weil hier ist die perfekte Symbiose davon. Wenn du das schaffst, dann kannst du danach alles machen, Alter. Dann kannst du gegen die ganze Welt antreten. Ich kann das nicht. Es ist auch okay, dass du Angst hast, aber es ist viel besser, wenn du auch weißt, ey, diese Angst überwinde ich jetzt aktiv. Attacke. Du bist so lebensmüde auch einfach. Jordi, komm, hier ist was Schönes. Hier wurde extra was für dich hergestellt. Weil du die Eisprinzessin bist, darfst du auf deinen Eisprinzessin-Sohn. Das ist ein bisschen extra für das dich? Ist, das ist ein Flex. Jordi, nächste Challenge ist, die Zunge an das Metall hier machen. 3 Minuten lang. Oh mein Gott, ich will nicht weinen. Versuch es mal zu genießen. Ich weiß, das ist jetzt schwer für dich, aber versuch es einfach mal. Oh mein Gott. Du machst es super, das ist sehr gut. Was denkst du, was ist der schlimmere Gegner? Wozza oder das hier? Das hier. Das ist ja genau, das ist, ne? Das ist, aber sonst hier ist das gut. Ist jetzt wirklich noch das Letzte. So, du bist bei 95%, das sind die letzten 5%, die du jetzt noch erreichen musst. Und ich würde sagen, du gehst sogar erstmal wirklich jetzt alleine. Mach diesen Schritt jetzt einfach, zieh's mal alleine durch. Ey, ich kann das nicht. Du hast es alles geschafft bis jetzt, glaub mir. Für alle Frauen, komm. Oh mein Gott, warum? Sehr gut, das sieht super aus. Es wird ja nicht mehr schlimmer, das ist ja jetzt schon Maximum. Jetzt musst du nur zu Ende machen hier. Ey, das ist ja, was ist denn das Einkracht? Seid ihr euch da 100%? Das kracht nicht ein, 100%. Die letzten 3 Schritte, ja, du machst es sehr gut. Let's go, Jordi. Ey, warum? Yeah! Okay. Kann ich wieder weg? Nein, du hast es jetzt geschafft und jetzt musst du performen. Wie? Aber so performen, dass du gut aussiehst, ne? Wie ich perform jetzt? Perform! Was soll ich denn machen, Mann? Naja, einfach perform. Als ob du ein Musikvideo hast gerade, weißt du? Das Rap wird dir jetzt den Backup geben. Rap ist jetzt stärker als deine Angst. Du hast einen riesen Dachschaden, das weißt du, nein, das ist klasse, glaub mir. Du hast einen riesen Ding an der Murmel. Jordi, ready? Let's go! Jumper, make a jump. Bad Moms, ja, du kennst den Namen. Teen Queen, so wie Steffi Graf. Way better,
Trendsetter, deshalb klingen die Bitches wie ich letztes Jahr. Top Lische vor den Record Deal. Top 3 von allen Rappern hier. Top 2 in Sachen Sexappeal. Nach diesem Jahr bin ich die Beste hier. Kam von ganz unten mit nem Batsch Schulden, da wo vor dem Komma keine Stellen waren. Aus der Randgruppe ohne Schwanz lutschen, ohne Hurensohn von einem Manager. Keiner von euch hat mich groß gemacht, nur aus Angst vor mir hast du ne Pause gemacht. Bitches warten meine Strophen ab, hab diesen Hunden wieder neue Flows gebracht. Rapper dissen meinen Arsch, ja. Ich kenn nicht mal ihren Namen, ja. Nix gerissen seit 10 Jahren, ja. Aber pissen mich jetzt an, ja. Sie haben meine Nummer, wieso reden sie dann hinterrücks mit meinen A&Rs? Denken sich ein paar Skandale aus, nur weil es von den Fotzen keiner selber packt. Aber glaub mal besser nicht, dass du meinen Traum fickst. Wegen diesen Zeilen ist Mama eine Maudi. Schreib so lange meine Schwester zu mir aufblickt, bis Mama nach dem Struggle ihr ein Haus kriegt. Ich war viel zu lange nett zu all den Bitches um mein Max. Darum schließ ich nicht die Augen, denn der Feind schlief in meinem Bett. Gestern waren es noch paar Zeilen auf random Beats bei Instagram. Heute muss ich umziehen, dann vor der Haustür zu viel Fans. Ging alles ziemlich schnell, doch ich weiß, Gott hat deinen Plan. Schreib diesen Text nach viermal Platz 1 in den Charts. Guck, wo wir mal waren, ohne Kohle für den Strom und leeren Magen. Niemals 60 Stunden Woche, schwör ich, Mom, ich hab sie alle gewarnt. Mach dieses Album nicht für mich. Dieses Album macht, dass niemand uns vergisst. Mach mal Stress, hab ich Bock drauf. Drop ein Song, das ist Lockdown. Seit der 1 kommt jeder Schleim. Tu mir einen Gefallen, zieh den Kopf raus. Mach kein Feature, weil du famous bist, yeah. Kein Track, nur wegen Playlist, yeah. Dein Respekt ist nur Fake Shit, yeah. You and me, we ain't the same sis, yeah. Mittelfinger, Shots an mein Vermieter. Nur wegen deinem Sozialneid kauf ich Mama noch nen 7er. Mittelfinger, Shots, wenn du meinst, dass ich's nicht verdient hab. Bleibe bad, bleib für immer, bleib Berliner. Let's go! Guck mal, jetzt freust du dich doch selber, ehrlich! Ich bin schon auch davon ausgegangen, dass das klappt, Alter. Sie ist mit der Mucke aufgewachsen. Sie ist eine der wenigen, wo keiner mehr einen Unterschied macht. Mädchen, Junge oder irgendwas, ne? Die würden nie den Spruch sagen, für ein Mädchen rappt sie gut. Richtig stolz auf euch, aber auf dich. Ja, natürlich auf sie. Auch stolz auf mich, aber das Satz war so einfach aus und aus dem Ärmel geschüttelt. Ich habe mir aber jede Sekunde eingekackt. Echt, ja? Ja, Horror. Aber hat's dir was gebracht? Ja, weil ich hatte kurz den Moment, wo ich so geguckt habe und war so, wow, Bro, du stehst einfach hier. Weil ich hätte nicht gedacht, dass ich gehe. Ich schwöre, ich habe die Ecke aus der Eishöhle gesehen und dachte so, hier. Ach, hast du Angst gehabt? Ich finde die Gondel beschissener als alles andere, aber ist ja egal, um mich geht's nicht. Ich wusste, wenn die Mucke kommt, ich wusste, dann bist du voll da. Das ist irgendwas anderes. Wenn deine, du hast so... Connection zu deiner Musik ist es deins, ja. Safe. Hab noch voll gemerkt von so. Ja, das ist dann ist die Kamera da und dann Action. Haben wir es geschafft, ne? Ja, krass. Mann. War auf jeden Fall nice. Ja, war doch nicht halb so schlimm, oder? Ja. Mann, du hast einen krass, super Coach hier. Krass, ja, Mann. An Seite. Ich glaube, ihr seid perfekt vorbereitet auf den 19.05. Sie hat durchgezogen, Alter. Wahnsinn. Ja. Und dann sehen wir uns wieder in 4 Wochen, 2 Wochen? 4. Also, ciao. Tschüssing. Ey, yo, Rap Rap 100, ihr habt's gesehen, Kool Savasch hat sich auf jeden Fall eine absolute King-Challenge für die gute Jordi überlegt. Sie hat es aber mit Bravour, mit par excellence gemeistert. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich Bozza und Sido in 2 Wochen bei einer ähnlichen Challenge anstellen. Ich will noch nicht so viel verraten, aber es wird auf jeden Fall wie immer extrem. Ist das euer Ernst, Alter? Kackt euch nicht ein, 3000 Meter, das ist doch nix. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, deshalb geht jetzt schon mal runter, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da und kommentiert the shit out of this video. Und ja, wenn ihr schon da unten seid, checkt auf jeden Fall auch noch den Link in der Infobox ab, denn ihr müsst euch Tickets holen für dieses Event. 19.05. in der Westfalenhalle in Dortmund. Das sind wie heiße Kartoffeln, das geht sehr, sehr schnell weg und es wird eine Mega-Show, deshalb, das dürft ihr nicht verpassen. Mein Name ist Tesso, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Und ich bin out. Mic drop.